an Boja, super. Schöner Rebound. Ustay. Jetzt macht das besser. Und somit mal zur Zeit. Nicht drin. Ustay macht es schnell. Und macht es diesmal besser mit den End-One für Miles Ustay. Ah, schön gemacht. Zusammenspiel Ustay. Ja, von wem sollen die Dreier denn heute kommen, außer... Tobi Bode. Okay. Und jetzt spielen die Erfurt. Ustay. Ustay macht schnell. Miles Ustay macht schnell. Stellt auf 70. Das war aus von DG, aber nicht gepfiffen. Und hier schön gemacht, schön gearbeitet. Frankfurt kann ausspielen. Die werden sicherlich auf den Dreier gehen. Der kommt noch mal den Ball. Miles Ustay. Ah, tankt sich schön frei. Miles Ustay. Eigentlich ganz gut. Ah, Coutinho. Und der Pass muss zu Ustay kommen. Genau. Miles Ustay. Also was so auffällt, ist wirklich, dass die Tropics sich beim Angriff sehr weit komprimieren, in die Zone zurückziehen. Auch wenn das jetzt ein bisschen vielleicht nicht hochklassig aussieht. Oh, sehr elegant. Miles Ustay, zweite Chancen nutzen. Jawohl, und hier Miles Ustay mit dem Turnaround. Kickout, Corner 3 von der Nummer 5. Philipp wurde nicht brennt. Und im Gegenzug Miles Ustay. Erfurt nimmt das Heft in die Hand. Jonathan Arnold und den Ball einfach nur runtergeflickt. Ah, der Block! Und der Dankversuch misslingt. Und im Gegenzug El-Jub ein Spiel auf Merz. Doch sehr
Und hier Moya Coutinho mit dem schönen Stil und mal so sei. Jetzt haben wir zusätzlich. Schön gespielt. Schön gespielt. Price. Miles Osei. Lorenz Schiller gibt den zurück. Miles Osei sieht ein Boya Coutinho. Und da ist die Führung. Die erste Führung. Defense Leo Saffer, das hat er schön gemacht. Gegen Van der Wippe. Und Osei. Miles Osei. Genau das brauchen wir. Warum er in die U23 berufen wurde, 3x3, weil genau da darum geht es. Im 1 gegen 1. Und gerade sage ich es, Miles Osei nimmt das Heft in die Hand. Miles Osei.